König der Insel, Arcani. Butch, ich habe eine neue Mission für dich. Besänftige den König der Höhle, Lektroball. Er befindet sich im Kraterberg Hochland. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Legenden Arceus. Und falls euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch alle anderen Videos auf diesem Kanal nicht mehr verpasst. Wir sind endlich im Kraterberg Hochland angekommen und werden uns hier gleich erstmal umgucken und erstmal mit diesen Leuten sprechen, um zu gucken, was die eigentlich hier so machen können. So, wer bist du? Toji, hallo. Dass Osaluna nach Schätzen graben kann, ist ja Wahnsinn. Die tollen Items, die es dabei findet, kann man wirklich nur als Schätze bezeichnen. Je nachdem, wo es gräbt, findet es unterschiedliche Items. Ja, ist ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht, siehst du? Das sagt er nicht ohne Grund, ne? Hier, der hat ja gleich was. Hier war doch schon irgendwas. Ja. Hier. Hier hinter? Ich will erstmal graben, bevor wir campen, ne? Ah, hier haben wir es doch. Ein Glanz. 20 Glanzsteine. Oh, nicht schlecht. Guck mal, hier haben wir auch. Shinox, Luxtra heißen die Luxtra? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, wir können erstmal wechseln. So, dann können wir erstmal ein bisschen kämpfen. Los. Luxio. Mensch, ganz vergessen, wie die heißen. Phantomparade. Haben wir uns das schon mal angeguckt? Ui. Na hoppla. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsattacke. Apropos Attacken. Ich glaube, ich habe mir noch ja nicht drum gekümmert. Es gibt doch neue Attacken, wenn ich mir nicht ganz irre. Ich glaube, die haben neue Attacken bekommen. Da muss ich gleich erstmal reingucken. Und zwar, genau hier, Hitzekoller. Da haben wir doch schon was. Spukball. Bewirkt das hier mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Angriff. Stärke 80 ist natürlich cool. Stärke 110, ja natürlich. Also Hitzekoller nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Ist jetzt nur die Frage, wofür? Guck mal, hier sind zwei. Sternschauer trifft halt immer. Das ist eigentlich ganz cool. Flammenrad. Aber wie viel hat das? 20 AP? Aber ich möchte auch nicht alle meine... Ich möchte auch nicht alle meine Feuerattacken, die ich öfter benutzen kann, schon loswerden. Ich glaube, ich werde das mal auf Stern schauen. Hat er es jetzt ausge... Ja, hat er. Okay. Dann verlernen wir erstmal Sternschau und haben jetzt drei Feuerattacken. Ich weiß doch nicht, ob das so schlau ist. Wir können mal bei Luxtra gucken, ob da auch noch was dazugekommen ist. Nee, das ist erstmal gut. Warte mal, können wir so hier durch die Pokémon? Nee, geht nicht. Okay, schade. Schade, ich hätte gedacht, dass hier vielleicht noch ein bisschen mehr kommt, aber egal. Wir gucken, Moment, so. Ach Mist, wir können ja gar keine Pokémon rauswerfen, wenn wir auf dem Ding sitzen. Warum eigentlich nicht? Kommt es noch irgendwann? Nasgnet oder wie das nochmal heißt? Was ist denn hier passiert? Diese Statue zeigt ein Pokémon, aber es ist nicht bekannt, von wem oder wann sie erbaut wurde. Noch ein Pilz. Was hiermit? Gleicher Text. Oh, ich mag Ruinen. Gerade in so einem Pokémon-Spiel mag ich Ruinen. Ich hoffe, das wird hier auch noch ein bisschen aufgegriffen. Nicht, dass das denn wieder so sich so verläuft. Oh, komm. Noch ein bisschen mehr kämpfen. Muss ja sein. Vor allem Pokémon fangen müssten wir mal wieder. Und irgendwann könnten wir vielleicht auch mal so eine kleine... Komm, wir gucken uns erstmal die Attacke an. Könnten wir so eine... Wurde ich sogar selber getroffen? Das ist ja mies. Okay, weiß ich aber Bescheid, dass ich hier ein bisschen Abstand halten muss. Alles klar. Ne, irgendwann wollen wir natürlich auch ein bisschen auf Shiny-Jagd vielleicht gehen. Wen haben wir denn da? So, stehen wir jetzt weit genug weg? Ich hoffe doch. Hat die Attacke... Nein! Knirscher ist schlecht.
weil Knirscher sehr effektiv ist. So, nochmal, Hitzekoller. Ah. Nein, das macht es. Unangenehm. Okay, aber ich kann. Ach, komm, Luxra gegen Luxra und dann versuche ich es noch zu fangen. Oh, das ist jetzt echt unnötig gewesen. Nehmen wir hier Superball. Los. Wird schon. Was muss ich eigentlich jetzt machen auf dieser Insel und diesem Hochland? So, guck mal. Haben wir sogar ein Pokémon gefangen, sogar einen Levelaufstieg dabei. Schön. So, gehen wir nochmal zurück zum Zelt. Weil wenn Tornupto schon jetzt kaputt ist, dann ist das erstmal kein guter Start. So, absolut nicht. Und wir müssten eigentlich auch unsere Taschen wieder leeren, weil die auch wieder voll ist. Ach, wir müssen schon wieder so viel machen und darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Vielleicht können wir ja ein bisschen was herstellen. Was denn da? Tränke. 3. Es ist oftmals echt ein bisschen erbärmlich, was ich hier machen kann, weil ich einfach nichts habe so richtig. Was ist das? Süßtrüppel? Komm, alle verschieben. Was haben wir hier noch so? Zeug, was wir halt nicht brauchen. Eisenbrocken, naja, weiß ich nicht. Pilzköder, auch alle verschieben. Klebkugel, verschieben. Meistersamen, verschieben. Weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Habe mich nie wirklich mit den Items hier beschäftigt. Das fällt mir gerade so ein bisschen auf die Füße. Glaube ich. Koko, Lehmball, auch weg. Alles weg hier. Brauchen wir alles nicht. So ein Kokolores. Ein Königsblatt. Nee. Brauchen wir bestimmt. Egal. So, gucke mal. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Bisschen Platz in der Bude. Wo müssen wir eigentlich hin? Dahin müssen wir. Geht das hier lang? Das geht bestimmt gar nicht hier lang. Wir müssen bestimmt voll woanders lang. Theoretisch können wir bestimmt hier runter. Autsch. Und dann... Ja, haben wir halt ein bisschen Weg übersprungen, ne? Ist ja nicht schlimm. Komm, wir fragen mal diesen Kerl... Ach, das ist doch der... Der auch vom Himmel gefallen ist. Komm, mit dem reden wir mal. Der König der Höhle sieht ein wenig anders aus als die Elektroballe meiner Erinnerung. Doch das ändert nichts daran, dass auch dieses Elektroball gefährliche Elektroschocks ausstößt. Du solltest dich ihm nicht unvorsichtig nähern. Es könnte sich als nützlich erweisen, Pokémon zu fangen, gegen die Elektrizität wirkungslos ist. Ich stelle es mir ziemlich frustrierend vor, so in Rage zu geraten und die Kontrolle zu verlieren. Pokémon haben es auch nicht leicht. Ganz genau, das Leben ist hart für Menschen wie für Pokémon. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ach, ha, Tsubaki. Hin, Wächter vom Perlclan. Oh, und ein Niemand von der Galaktik-Expedition. Warum muss der gleich so beleidigend werden? Ich hab dem nichts getan. Ihr wollt also den großen König der Höhle aufsuchen? Das ist doch absurd. Aber ich bin ja ein gutherziger Mensch. Daher will ich mal nicht so sein. Ich werde prüfen, ob ihr einer Audienz mit Elektroball würdig seid. Doch macht euch keine zu großen Hoffnungen. Ich werde euch gewaltige Hindernisse in den Weg legen. Ja, lass uns in Ruhe. Gut, ich werde euch mal sagen, was ich denke. Das Wüten der Könige und Königinnen geschieht durch den Segen des ehrwürdigen Sinnoh. Schließlich werden sie dadurch stärker. Das ist doch etwas Gutes, oder etwa nicht? Wir müssen den König in Rage toben lassen, um dem ehrwürdigen Sinnoh zu zeigen, dass der Diamantclan den rechten Weg Pfad beschreitet. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich geboren wurde. Meine Bestimmung. Was geht es überhaupt die Galaktik-Expedition an, dass Elektroball in den Bergen ein paar Funken sprühen lässt? Ihr solltet besser brav nach Jubeldorf zurückkehren, wenn ihr mich fragt. Auf hoffentlich nimmer Wiedersehen. Tschüss. Was für ein egoistischer Standpunkt. Ein Pokémon, das in Rage geraten ist, leidet selbst auch darunter. Die Entscheidung liegt bei dir, Butch. Wie willst du weiter vorgehen? Ich gehe weiter. Unterwegs wird es gewiss gefährlich, doch ich bleibe meinem Motto treu. Sichere Fahrt voraus. Tschu-tschu. Butch,
Um zu Sneebos zu gelangen, musst du die bizarre Höhle durchqueren. In dieser Höhle leben Pokémon wie Golbat, denen die Finsternis nichts ausmacht. Pass in der Dunkelheit gut auf, wo du hintrittst. War das gerade der Baum? Ja, ne? Gut, dann gehen wir mal in diese echt dunkle Höhle rein. Wir haben ja eigentlich irgendwie schon so ein paar... Seltsam. Normalerweise gibt es hier Fackeln, die die Höhle erleuchten. Ist das eines der Hindernisse, von denen Tsubaki gesprochen hat? Aber kein Grund zur Besorgnis. Ich kenne den Weg. Ob bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter, ich erreiche immer mein Ziel. Tut, tut. Also dann, folge mir und verpasse nicht den Anschluss. Ich befürchte, ich werde den Anschluss verpassen. Weißt du, ich habe vage in Erinnerung, dass ein Partner an meiner Seite war. Okay. Sein Name fällt mir nicht ein, aber ich glaube, es war ein Pokémon, das Feuer einsetzen konnte. Wenn es hier wäre, könnte es den Weg erhellen und uns durch die Dunkelheit geleiten. Geht er slightly schneller als wir? Lass uns einen kurzen Halt einlegen. Zu unserer Rechten habe ich das Elite-Pokémon X-Bart entdeckt. Normalerweise würde das dein Vorankommen sicher nicht gefährden. Doch im Dunkeln sollten wir kein Risiko eingehen. Daher schlage ich vor, dass wir unsere Strecke ändern. Also dann folge mir und verpasst nicht den Anschluss. Aber X-Bart. Ich erinnere mich vage an einen Mann, der mir ähnlich sah. Ich glaube, wir haben uns oft über Pokémon unterhalten und gekämpft. Gerade ist mir etwas eingefallen, was er immer gesagt hat. Mir gefallen Siege am besten. Bald erreichen wir die letzte Station in der bizarren Höhle. Den Ausgang. Chuchu. Auch ohne Erinnerung scheint in meinem Herzen noch vieles erhalten geblieben zu sein. Ich mag die Musik. Ab hier sollte es keine Probleme mehr geben. Das sind doch... die Fackeln. Lass uns erst diese Fackeln zurückbringen. Sollte noch jemand versuchen, diesen Weg im Dunkeln zu beschreiten, könnte das böse enden. So, jetzt sind alle Fackeln wieder angezündet. Sicherheitskontrolle abgeschlossen, keine Probleme entdeckt. Chuchu, die Fahrt kann weitergehen. Folgt meinem Weg, den die Fackeln weisen, kommt man zum Ausgang dieser Höhle. Chuchu! Durchquer die Sätze. So, kann ich jetzt X-Bart holen? Ja, ne? Außerdem gibt es hier noch die ganzen Sachen, die ich einsammeln muss. Und will. Dich da. Und... auch Dichter. Ich könnte auch andere Pokémon, ne? Ich kann die auch wechseln, ne? Muss nicht immer die gleichen Pokémon machen. Obwohl ich natürlich möchte, dass Turduktu die meisten Erfahrungspunkte bekommt, weil ist halt mein Pokémon, ne? Ansonsten kann ich doch bestimmt auch... ja, das habe ich mir doch schon gedacht. Und wenn wir da haben... nee, nicht so, sondern so... den nehmen wir doch gleich mal mit. Ein Kaumalat. Wir sind viel zu stark. Oh mein Gott, wir sind viel zu stark. Ich will versuchen, einfach versuchen, die zu fangen. So, waren wir hier schon? Weiß ich nicht. Eigentlich werde ich mich jetzt auch voller... Konnte man den nicht irgendwie wegmachen? Konnte der das nicht machen? Nee, ne? Nee. Mist. Hat irgendwie gehofft, er könnte das irgendwie umrennen oder so. Geht so weit weg. Wir haben ja jetzt die Fackeln, ne? Wir können ja einfach den Fackeln folgen, wenn wir wieder zurück wollen. Aber ich würde jetzt schon gern auch die ganzen Items einsammeln. So, jetzt ist X-Bart nicht da. Warum nicht? Das finde ich doof. Habe mich schon voll auf X-Bart gefreut. So. Na, nur los. Hä? Jetzt kämpft doch mal. Geht doch.
Nicht sehr effektiv, aber wir können sehr effektiv sein. Und zwar mit nicht Stromstoß, da tun wir uns wieder selber weh. Lieber Donnerzahn. So, na bitte. Als hätte man nie was anderes gemacht. Guck mal, da ist noch ein Gulbat. Auch noch ein Kaumalat. Kaumalat kaut gern Salat. Oder so. Ah, an dem Reim muss ich noch arbeiten. Nicht tot. Das heißt, wir können es fangen. Okay, so. Super Ball. Und los! Bam! Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Bleiben Sie drin. Jawohl. Tutu. So. Oh, sogar überrumpelt. Hatte ich gar nicht beabsichtigt, aber cool. Warte mal. Ich wollte es ja sowieso fangen. Wir können es ja einfach mal probieren. Vielleicht funktioniert das sogar. Könnte ja sein. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Yeah. Cool. Ein Knirschmineral. Ah, scheiße, jetzt habe ich einen Pokéball weggeworfen. Nein! Ich wollte das nicht! Mist! Habe ich vielleicht irgendwie... Warte mal. Ich kann ja mal... Nein, falsch. So. Ich werde mich daran nie gewöhnen. Wirklich. Ich werde mich niemals daran gewöhnen. Nee, ich habe keine Aprikokos. Wundert mich nicht. Drück andauernd. Da muss ich lang. Okay. Wenn er das so sagt. Oh, das fand ich beabsichtigt. Mann, ich drück immer die. Ich werd hier nicht klarkommen. Das wird ja noch bis zur letzten Folge wird das hier so weitergehen, dass ich mich andauernd auf irgendwelchen Sachen vertippe. Neblig. Ich habe übrigens von Professor Lavin gehört, dass du vom Himmel herabgefallen kamst. Weißt du, auch ich fand mich einmal auf Hisui wieder, einem Ort, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte. Ich konnte mich an nichts erinnern, außer an meinen Namen. Ich war zu fassungslos, um mich auch nur von der Stelle zu bewegen. Da kam der Perl-Clan mir zu Hilfe. Sie erkannten, dass ich gut in der Natur und mit Pokémon zurechtkam und ernannten mich deshalb zum Wächter. Doch ich frage mich, zu welchem Zweck ich in dieser Welt gelandet bin. Ach, mein Gerede führt doch zu nichts. Lass uns schnell weitergehen. Ist er vielleicht ich? Erklimme gemeinsam mit Hin den Berg. Lass mich. Warte mal. Ich will eigentlich nur kurz Tränke und dann kann ich natürlich Luxrauch benutzen. In den Kampf schicken. Dass er mir hier hilft, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee. Was wollen die denn immer gleich mit ihren krassen Attacken? Ich meine, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich komme ja einfach, ich laufe ja einfach bloß hier lang. Dann wollen die mich immer gleich so fett angreifen. Oh, wir können es fangen. Hoffe ich. Nein. So. Ja. Oh. Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob wir ein Toron schon hatten. Ja, tatsächlich, wir hatten schon zwei. Oh, ein Scaraborn! Meint ihr, wir schaffen es ganz eventuell? Jetzt machen wir uns ein paar Kokos. Sechs Stück. Sehr gut. Dann stellen wir ein paar Pokebälle her. Guck mal, wir können sogar die anderen hier so. Guck mal, auch so ein Zentnerball. Zentnerball könnte man auch mal machen. Warum denn nicht? Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir noch viel mehr Apfelkoko einsammeln. So, und jetzt gucken wir mal.
Alter. Ja, der bleibt drin. Ja, cool. Ich mag Scaraborn. Ich finde, Scaraborn ist ein voll schönes Pokémon. Das schlafende Parasect nehmen wir auch gleich mit. Dann werde ich nur gucken, dass wir leise sind und vor allem schön weit ankommen. Wir haben Parasect sogar schon auf Forschungslevel 10. Das heißt, wir sind damit auch schon durch. Volltrefferling. Boelin kann eine neue Attacke. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Ganz wichtig ist, worum wir uns kümmern, dass wir hier noch so ein paar eine Aprikokos bekommen. Nicht mehr Funkelhonig, sind jetzt keine Aprikokos. Egal, wo müssen wir denn jetzt lang? Hä? Da hinten? Achso, stimmt, wir können ja übers Wasser mittlerweile. Ach, und hier ist sogar ein Weg. Warum muss ich Salmagnus extra rufen? Ist das nicht ein bisschen Quatsch? So, rein von der Sache her. Ich meine, wenn ich im Wasser bin, dann kann doch das Pokémon automatisch rauskommen. Ich weiß gar nicht, warum ich das dann nochmal extra rufen soll. Ja. Egal, wir machen hier weiter. Parasect kaputt machen. Da hinten sind Aprikokos. Es fängt an zu schneien. Oh, ist das schön. Kommen jetzt noch Geister? Und da hinten war ein Damhirplex? Ich glaube, ich habe da hinten Damhirplex gesehen. Diese Attacke war viel zu übertrieben. Ja, tatsächlich. So, was haben wir jetzt hier noch? Holen wir uns das Damhirplex? Ich kann ja noch ganz... Okay, einmal noch schnell Pokébälle herstellen. Also, so. Nee, können wir nicht. Warnke. Was anderes. Hier ist noch so ein... Ist da irgendwas Cooles drin? Wächtrige Aprikoko. Habe ich aber nichts von. So, die Golbert hier auch noch ganz schnell. Dauert doch nicht lange. Das ist eine schöne Gegend. Also von der Sache her schön. Ich finde trotzdem, es ist alles noch ein bisschen karg. Ja, irgendwie könnte man noch so... Klar, die Pokémon sind da, die füllen das natürlich mit Leben. Aber... Ja, so großartig realistisch ist das nicht, ne? Also da fehlt schon noch ein bisschen. Da ist noch ein Elite-Pokémon, das können wir zum Abschluss der Folge, können wir uns ja noch so ein Elite-Pokémon holen. Warum denn nicht? Pokébällchen haben wir noch. Das sollte kein Problem sein. Hoffe ich. Sage ich jetzt einfach mal so. Was hilft denn da bei diesem Vieh? Ein Tornupto ist doch bestimmt gut. Wir versuchen auch irgendwie, ne, uns ranzuschleichen. Weil dann können wir ganz eventuell ha, genau das wollte ich. Schön an den Kopf. Moterpel. Wie heißt es ja? Moterpel. Okay. Ja, Hitzekoller, ne? Ich muss nur ein bisschen auf zur Seite gehen. Eieieiei, Tornupto. Ich meine, gut, ich wusste, dass die Attacke stark sein wird, dass sie sehr effektiv sein wird. Aber so effektiv hätte ich noch nicht gedacht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir hier so ein Elite-Pokémon one-shotted haben. Schade, eigentlich wollte ich es haben. Guck mal, ich kann ja auch noch... Haben wir noch normale Pokébälle? Haben wir auch, ne? Ja.
Wir kommen dann nicht gut ran, ne? Habe ich das, die Befürchtung. Und wir müssen uns auch noch einen Plan wegen Elektroball überlegen. Weil wenn Elektroball wirklich stark ist, guck mal, war sogar das erste, was wir gefangen haben. Müssen wir natürlich gucken, ob wir vielleicht irgendwo noch so ein Stein-Pokémon holen. Ich weiß nämlich noch nicht welches. Naja. So, müssen wir jetzt eigentlich noch weit? Wie weit ist das? Ach, bis da hinten hin. Ja komm, das machen wir jetzt noch. Nee, nicht so. Nicht das. Nicht den. Sondern den. So, stellen wir uns noch davor und dann hören wir uns noch an, was sie zu sagen haben und dann ist das, dann ist die Folge auch rum. Können wir dann Snibulla auch, war das Snibulla, ne? Ob wir die dann auch benutzen können, so, also als Reit-Pokémon? Mal gucken. Ja, das wird knapp. Ja. Bleibt drinne. Sehr schön. Ist auch noch ein bisschen Action. Das wollte ich nicht. Noch ein Scaraborn. Cool. Ah, zwei Pokémon. Yay. Zwei Pokémon. Yay. Okay. Wow. Die Attacke ist so gar nicht effektiv. Und Luxra ist tot. Okay. Tornupto macht beide mit einmal platt. Leider geht das nicht. Ich glaube nicht, dass hier einige Attacken... Also es gab ja Attacken in anderen Spielen, die alle Pokémon angegriffen haben. Aber ich glaube, die gehen hier nicht. Die machen das hier nicht. Was schade ist. Und unrealistisch. Aber nicht schlimm. Oh, die durfte zweimal angreifen. Was ist denn da los? Pass mal auf. So, alles gefegt, gar kein Problem. So, kriege ich jetzt hier wenigstens auch Aprikoko. Vernünftig viele. Weiß nicht, so viele waren das jetzt nicht. Ach, ein paar Pokébälle herstellen. So. Mal gucken, was die beiden da zu sagen haben. Mahlzeit. Gehobelt von euch, die Fackeln einfach wieder zurückzustellen. Dabei habe ich mir so viel Mühe damit gegeben, sie ordentlich wegzuräumen. Mein guter Wille wird von euch mit Füßen getreten. Guter Wille? Ohne die Fackeln können Menschen die Höhle nicht passieren. Jawohl. Selbst unter Wächtern scheint es unterschiedliche Ansichten zu geben, was? Die Pokémon dort bevorzugen das Dunkel der Höhle. Deswegen habe ich die Fackeln gelöscht. Wer meinen guten Willen derart missachtet, den lasse ich auf keinen Fall in die Nähe von Elektroball. Habt ihr verstanden? Wenn ihr an mir vorbei wollt, müsst ihr erst meinen Partner bezwingen. Was willst du tun, Butch? Ich werde kämpfen. Auf, Scuntank! Dein Gestank soll sie das Fürchten lehren. Immer muss man die Leute hier mit Pudox? Weißt du was? Warum denn nicht? Ach, darum. Alles klar. Ah, Tornupto ist auch schon angeschlagen, ein bisschen. Aber das ist gar kein Problem. Sollten wir trotzdem hinkriegen. So, Phantomparade. Bah, bah, bah. Das bringt nichts. Autsch. Gut. Komm, Staraptor. Wir können es doch jetzt hier nicht von Zubakise und so
vorführen lassen. Geht ja mal gar nicht. So, mal ein bisschen Schaden hier. Aber ist Auftrieb so stark? Nicht okay. So, weg. Naja. Naja. Weder ich noch mein Partner Skunk Tank erkennen diese Niederlage an. Habt ihr das verstanden? Ich habe noch nicht aufgegeben. Allerdings muss sich mein Skunk Tank jetzt ausruhen. Ich ziehe mich vorerst zurück. Freut euch nicht zu früh. Das ist nur ein strategischer Rückzug oder eher eine kleine Kursänderung. Nächstes Mal kenne ich keine Gnade. Oh, ich sehe da schon so ein Geisterlicht. Wirklich ein sehr lebhafter Geselle. Mhm. Was er wohl vorhat. Jedenfalls sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Unser nächster Halt ist der uralte Steinbruch. Tutu! Und ich sage Tutu bis zur nächsten Woche. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Ah, Golbert, ich habe gerade keine Zeit, Golbert. Nee! Oh! Lass mich! Nein! Habe ich Beleber dabei? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wenn er es denn unbedingt will. Aber ich glaube, ich habe keine Belebers dabei. Welches Pokémon kann mir da gerade helfen? Müssen halt alle irgendwie jetzt machen. Pudox Bulin ist ja auch gut. Autsch. So. Jetzt müssen wir halt diesen Golbert noch bekämpfen. Ich mache trotzdem schon mal so eine kleine Abmoderation. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was es hier jetzt gibt. Ich bin gespannt auf Lectoball und auch auf diese Höhle da hinter uns. Oder vor uns, besser gesagt. Die scheint auch interessant zu sein. Ich habe auf jeden Fall auch schon so ein Geisterlicht gesehen. Und jetzt werden wir mal gucken. Oh, Kraftattacke. Ein bisschen stärker. Vielleicht mal so ein cooles Rätsel, ja, damit wir auch mal ein bisschen was zu tun haben. Und dann, ja, wäre cool, wenn wir unsere Pokémon irgendwie noch heilen könnten, weil müssen wir den ganzen Weg wieder. Jetzt will das Parasect. Nee. Okay. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Mein Name ist Butch. Ich bin raus. Tschu, tschu.